Hallo liebe Campingfreunde, hier spricht wieder euer Marco von Ehrmanns Reisemobiltechnik. Und hier haben wir ein Wohnmobil, der hat bei 100 auf der Autobahn einer seiner zwei Solarplatten verloren, war nicht richtig verklebt. Und dann werden wir auch gleich zwei neue verbauen, beziehungsweise die zweite werden wir auch noch richtig mit anschließen. Und dann kriegt er noch einen neuen MPPT-Regler und die Batterien und der Wechselrichter werden auch richtig angeschlossen. Weiter geht's nach dem Intro. So, nun geht's weiter. Hier haben wir mal die Kabel, die vom Dach runterkommen, 2x2,5 am Querschnitt, Quadratquerschnitt, wurden hier dann so zusammengemacht, so 1x2,5 Quadrat. Das ging jetzt hier runter bis zum MPPT-Regler von Schaut, der ja nicht schlecht ist deswegen. Und dann wurde das da unten einfach so angeklemmt. Ja, machen wir neu. Mit dem neuen Regler brauchen wir eh einen neuen. Und dann klemmen wir auch da herüben die Batterien neu an. Da sehen wir, der Wechselrichter wird mit dem 16 Quadrat Kabel und dann oben die Batterien wurden hier mit einem 6 Quadrat verbunden. Hier ist auch bloß noch ein dünneres Massekabel, wenn wir das so uns anschauen. Das ist hier auch nur zu dünn. Dann wurde der Wechselrichter hier direkt an die Massepol, an eine Batterie angeklemmt. Und auf der Seite wurde der Plus angeschlossen. Das wollen wir dann auch gleich mal richtig machen. Dann wurde auch keine Sicherung zum Wechselrichter gemacht. Das wollen wir auch gleich richtig machen. Dickeres Kabel, einen Sicherungsschalter, dann wollen wir hier den Hauptschalter verbauen. Dann wollen wir nach dem Wechselrichter auf der 230 Volt Seite einen FI-Schalter verbauen. Ist auch keiner noch nicht verbaut, aber den wollten wir dann noch verbauen jetzt schon. Ja, das wollen wir alles neu anschließen. Einen neuen MPPT-Regler dann noch, werden wir dann nächste Woche machen. Das werde ich euch dann noch alles zeigen dann. Und jetzt noch ein paar Bilder vom Dach, wo der Kunde die Solarplatten verloren hat. Dass man das auch mal gesehen hat. Wurde nicht richtig verklebt. Hat nicht gehalten auf der Solarplatte-Seite. Auf dem Dach hat es gehalten. Sieht man dann auch recht schön. Die zweite war lose. Die eine, die quer gelegen ist, hat er gleich verloren. Ja. Ist Gott sei Dank nichts weiter passiert auf der Autobahn. Ja, und jetzt kriegt er halt zwei größere Solarplatten verbaut mit mehr Leistung. Ja, ihr werdet die Bilder noch sehen. Ich blende sie mit ein. Ciao, bis später. Hallo, liebe Campingfreunde, mal einen kurzen Zwischenstopp. So wie es jetzt aussieht, die Batterien haben wir schon neu angeschlossen. Mit einem 50 Quadrat Kabel neue Batteriepole drauf gemacht, dass das sauber anliegt und sauber verschraubt ist. Dann auch die Leitungen in Schutzhüllen gelegt. Dann haben wir auch hier den Wechselrichter haben wir nach innen gesetzt, in den Stauraumkasten. Und dann hier eine Busbar noch, in einmal Masse, einmal Plus. Dann noch ein Wechselrichter, noch eine Sicherung mit dazu angeklemmt. Dann einen FI-Schalter haben wir schon verbaut. Dann kommt noch der Hauptschalter, wird noch eingebaut und dann kommt noch der MPPD-Regler ran.
Aber so sieht es jetzt schon mal aus. Hat sich sehr viel verändert. Vorher war er ja da gelegen, der Wechselrichter. Das haben wir alles sauber angeschlossen jetzt. Ja, wollte ich euch nur mal einen kurzen Zwischenstopp zeigen. Und im nächsten Video bringen wir dann, wie wir die Solarplatten verkleben und die Fertigstellung der Elektrik. Ich wünsche euch schon mal einen schönen Tag noch. Tschüss und nicht vergessen, den Kanal abonnieren und die Glocke drücken, wenn es euch gefallen hat. Ciao.